Mahlzeit, ich freue mich über das volle Haus, das ist sehr schön. Ich freue mich auch wieder hier zu sein und eingeladen zu sein. Ich werde ja jedes Jahr wieder eingeladen, das, ja, okay, danke, danke, es ist schön. Heute sprechen wir darüber, dass das Thema des Print Days ist ja Print-Radikal-Denken, Digital-Denken, da habe ich gesagt, naja gut, Digital-Denken, tun wir das belaudert ja eigentlich schon immer. Ich mag ja dann immer gerne überspitzen. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie ich mit dem Motto vom Print Day umgehe. Ich mache mich darüber lustig oder ob ich überspitze das oder beides. In dem Fall habe ich mir gedacht, ich nehme das Motto einfach mal und denke das ein bisschen zu Ende. Und nehme euch jetzt mal ein Stück weit mit, dass ich sage, okay, alles klar, wenn wir über digitales Print und über radikal digitales Print reden, was heißt das denn eigentlich? Und dann nehme ich euch als allererstes mal mit auf eine kleine Zeitreise. An dieser Zeitreise, die vorzubereiten, habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Weil ich war ja bei Werk 2 viereinhalb Jahre lang und habe ja hier war auch vertrieblich tätig und so weiter und im Partnermanagement. Und ich weiß nicht genau, wie das geschehen konnte, aber die Präsentationen von damals habe ich irgendwie noch gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, alles klar, wenn man verstehen will, was am heutigen Print so digital ist, muss man erstmal schauen, wo kommen wir denn überhaupt her und über was reden wir denn softwareseitig überhaupt. Und dann habe ich diese Folie hier gefunden. Ja, wer kennt sie noch? Wer hat die? Ja, da 1, 2, 3, 4. Das war ein verschämtes 4, da hinten. Ja. Und zwar visualisiert diese Folie, wie sich eigentlich Database Publishing Systeme, also an dem Begriff ändern sich auch die eher mit den grauen Haaren. Ja, früher hieß das ja mal Database Publishing, wenn man Layouts automatisiert generiert hat und so. Wie sieht denn überhaupt der ganze Prozess aus und wie hat sich denn die Software überhaupt entwickelt? Ja, und da gibt es ja diese Phasen, in denen also eine Publikation ja immer erstellt wird. Ich muss ja erstmal gucken, muss ich erstmal zusammenstellen, was möchte ich denn überhaupt publizieren? Dann muss ich das mal irgendwie auf eine Seite bringen. Dann habe ich noch irgendwelche Änderungen und Korrekturen. Dann mache ich vielleicht noch was Individualisiertes und am Ende muss ich es rausspielen. Und so die allererste Generation, wenn man sich anguckt, was brauche ich denn mal so als Minimum, um mit sowas zu starten? Dann brauche ich als Minimum Produkte, weil wir reden ja hier über Produktkommunikation. Ja, wir sind ja bei Print Day und auch wir, ne, Produkt- und Markenkommunikation, Europas wirksamster Partner für Produkt- und Markenkommunikation. Ja. Du bist der Vertriebschef, du musst kontrollieren, ob das richtig ist, was ich sage. Ja, das heißt, wir reden ja hier über Produktkontext und damit haben wir mal angefangen. Also ursprünglich ging es mal darum, diese von Hand gesetzten dicken Bibeln, die ja damals noch sehr viele Leute gemacht haben, die in einer Form zu automatisieren. Das heißt, was brauche ich dafür? Ich muss mal die Produkte haben, ich muss wissen, was soll da drauf. Ja, dann erzeuge ich neue Seiten, dann gucke ich mal so inhaltlich, da hat sich jetzt ein Preis geändert, da war noch ein Buchstabendreher im Text oder so. Das sind so die Dinge, die damals so kamen. Ja, dann wurde vielleicht noch übersetzt, ja, an dem Content wurde sowas gemacht und am Ende hat man eine Druckdatei. Wir reden jetzt noch nicht über PDF, am Ende hat man was, was man bearbeiten kann. Das ist also ziemlich revolutionär gewesen, dass nicht hinten ein statisches PDF rausfällt. Und das war so die erste Generation der Systeme. Also erstmal hinkriegen. Ja. Wer ungefähr zur selben Zeit wie ich Mediengestalter gelernt hat, kennt den Schmerz, ja, der manuellen Produktion. Manche kennen ihn noch heute, habe ich gestern Abend gelernt. So, was kam dann? Ja, wir haben ja auch Stehsatz, also sprich komplett gestaltete Seiten oder Teile von Seiten, die schon da sind, die fertig gestaltet sind, die will ich übernehmen. Ja. Dann will ich ja nicht nur mal einen Preis ändern oder mal einen Text ändern, sondern dem Einkauf ist ja noch eingefallen, ach Mist, die drei Produkte kriege ich nicht, dafür hätte ich gerne die zwei neu. Und das möchte ich jetzt nicht mehr vorne, weil wenn ich das eine nicht kriege, dann ist ja die Reihenfolge eine andere und dann möchte ich das andersrum haben. Das ist ja im Endeffekt eine strukturelle Änderung. Das eine ist ja, ich habe dieselben Objekte und an denen ändert sich was. Und wenn ich jetzt anfange, die Produkte durch die Gegend zu schieben, dann habe ich eine strukturelle Änderung. Das war dann, ne, diese Dinge zu können. Und am Ende macht man, oha, jetzt gleich ein großes O, ja, man kann PDFs schreiben, farbprofilierte PDFs. Oh, so. Ja, das war die zweite Generation. Dann hat man sich überlegt, okay, das findet ja im Endeffekt alles auf dem Desktop statt. Ja, wir reden da jetzt immer noch über Mediengestalter oder ähnlich gebeutelte Kreaturen. Ich darf das sagen, ich bin ja lange einer gewesen. Jetzt möchte man diesen Prozess ja noch ein bisschen stärker systemisch stützen. Also es ist ja sehr schön, dass jetzt die Leute, die da sitzen und die Layouts kloppen, dass die eine Unterstützung haben. Aber im Endeffekt möchte ich auch diesen ganzen Verplanungsprozess noch unterstützen. Ja, das heißt also, was mache ich? Ich mache ein Whiteboarding.
Ah, da ist der Horst hat ganz lange dann Tippfehler drin gehabt und ich hatte gehofft, dass der noch drin ist. Ich hätte ihn sonst wieder reinmachen müssen. Also Whiteboarding war immer falsch geschrieben. Ja, damit war gemeint, das kennen ja viele noch Whiteboard, ne, dass ich optisch die Dinge auf der Seite verpasse und dass ich die PDFs nicht nur schreibe, sondern das Oh, müsst ihr jetzt nicht wieder machen, die kann man irgendwo hinschieben. Also wenn man die gemacht hat, kann man die auch irgendwo hinschieben. Ja, und was dann auch noch möglich wurde, dadurch, dass die Software auch immer besser wurde, da sind wir jetzt, glaube ich, bei 3.3 oder 3.4, waren Layout-Korrekturen. Das heißt also, dass man dann tatsächlich auch Dinge hin und her schieben konnte im Layout und reorganisieren und der Content ist drumherum geflossen. Ja, und das war so im Endeffekt so die dritte Generation. Ja, und das ist im Endeffekt, wenn man sich das anschaut, also das ist eine Folie, die ist von 2012. Ich weiß aber, dass ich die 2010 schon durch die Gegend getragen habe. Ja, das Tolle daran ist, dass es immer noch war und das ist tatsächlich, wie die Software sich entwickelt hat. Wenn man sich anguckt, was waren noch so die Themen, die damals so umgetrieben haben, was für Sorten von Layouts kann ich denn damit automatisieren? Ja, die sind jetzt alle übereinander. Ich habe euch die Animationen irgendwie erspart. Also da gibt es so ein schönes Koordinatensystem. Wir mochten damals sehr gerne Koordinatensysteme. Ja, und auf der einen Achse, also von oben nach unten, haben wir das Layout, was entweder standardisiert ist oder wird dann immer kreativer. Ich persönlich finde total spannend, dass das Kreativ-Layout unten ist. Also das Wünschenswerte ist das standardisierte Layout, wie die Denke halt damals war. Ja, heute ist es was anderes. Und das andere ist, ob das Ganze eher gemeint ist, dass es informativ ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Pumpenhersteller ist, ein Werkzeughersteller oder andere technische Produkte verkauft, dann wollte man ja seinerzeit im Katalog vor allem die technischen Daten vernünftig begreifbar visualisieren. Oder ob man Schweinebauch macht. Bonprix, circa 2010, damals über einen Komet gemacht, im Hause Laudert. Ich war bei Werk 2 dabei. Das von der anderen Seite gemacht. Und was heute schwer vorzustellen ist, dass man kreative Layouts unterstützt. Also sprich, da fallen der Textblock, das Bild und so weiter auf die Seite und man kann völlig kreativ arbeiten. Und das System weiß trotzdem noch, welches Produkt ist auf welcher Seite, welcher Störer gehört zu welchem Produkt und auf welches Bild. Also überhaupt eine kreative Arbeitsweise zu unterstützen, das ist völlig unironisch revolutionär gewesen. Das ist ein guter Teil des Erfolges von Werk 2, mal davon abgesehen, dass das, ich wollte es wieder wir sagen, dass Werk 2 so erfolgreich ist, weil eben genau dieser Teil, das zu stützen und auch den Kreativprozess zu unterstützen, das war die Geschichte, ja, die damals revolutionär war. Und da kommen wir her. Und wenn man sich jetzt anschaut, was ist denn heute State of the Art? Ja, das ist in meinem Büro, habe ich mal die Wand fotografiert. Ich habe genau gesehen, wie du geguckt hast. Ich habe die Sachen, wo man sehen kann, welcher Kunde, das ist alle ausgegraut. Aber das ist in der jetzt kommenden NeoWise-Version ein Standardprozess, wie man Layout macht. Und was man jetzt hier sieht, da langweile ich euch jetzt nicht mit den Details, aber die kompletten Phasen sind da, aber auch die ganzen Prozesse drumherum. Datenprozesse, Qualitätsprozesse, Planungsprozesse, die sind heute alle komplett abgebildet. Und wir stützen also heute eben nicht mehr nur den Desktop, der da sitzt, sondern den kompletten Bereich. Und das ist wirklich so ein Standard. Also wer mit der aktuellen Version arbeitet, ne, der, man kann das nicht sehen mit dem Laser, ne, der erkennt dann auch diese ganzen Phasen wieder. Was daran interessant ist, ist, dass dieser Prozess und diese Phasen, die entstammen trotzdem der Erfahrung von Jahrzehnten der Medienproduktion, weil das einfach die Phasen sind. Ne, das heißt also auch in dem ganz Modernen steckt letzten Endes die Erfahrung, ja, der ganzen Dinge, die seit der Computerisierung und seit den Abläufen, seit wir das Medienproduktion nennen, herkommen. Was daran interessant ist, ist zum einen, das ist nicht ein Prozess, der ist in BPMN modelliert. Ja, das ist eine Sprache, in der man Businessprozesse abbildet, wo Horst jetzt unten drunter die Camunda Engine benutzt, die solche BPMN-Prozesse nimmt und ausführen kann. Also heute ist die Modellierung des Prozesses auch gleich das, was technisch da passiert. Das ist das eine Interessante. Und das andere ist, man sieht da gerade vorne im Bereich Content-Zuordnung, dass heute eben nicht nur dieses serielle Arbeiten, also erst Hose, dann Schuhe, sondern
dass Leute parallel arbeiten, dass Übersetzungen noch laufen oder dass vielleicht noch fotografiert wird, während schon gesetzt wird. Dieses parallele Arbeiten. Also dass nicht erst Texte, dann Bilder, dann irgendetwas, sondern dass man tatsächlich parallel dran arbeitet und sich dann mal entscheidet, wann geht man rein. Dieses Parallele ist etwas, wo man so vor 5 bis 10 Jahren den Leuten noch sagen muss, nein, wirklich, sie können sich trauen, das wird funktionieren, hinten raus wird das klappen. Machen Sie Kollaboration. Ja, weil sie brauchen die Sachen ja erst am Ende, wenn sie alle brauchen. Ne? Und was daran auch toll ist, ich habe ja gerade gesagt, dieser Prozess wird auf einer Workflow-Engine ausgeführt. Das heißt, wir haben hier einen Vollautomaten. Nicht nur wie ganz am Anfang mal, da hatte man einen Vollautomaten, der die Layouts generiert und es war dann relativ statisch. Und wenn man eine große Veränderung hatte, musste man neu generieren. Also war auch ein Vollautomat, aber... Ne, aber wir sind hier wieder bei einem Vollautomaten, nur dass wir hier sowohl einen Layout-Vollautomaten haben können, als auch einen Prozess-Vollautomaten. Ja? Und das ist eine ganz feine Sache. Wenn man sich anguckt, das ist ja State of the Art, hoffentlich bei den meisten. Wenn nicht, gerne melden, wir belaudert, machen solche Dinge. Ja, wenn man sich anschaut, okay, wo geht es denn hin? Da habe ich auch irgendwie so eine alte Folie gefunden von Werk 2. Die ist auch von 2012, aus diesem irgendwie 22 Impulse in 21 Minuten. Und da hat der Horst damals mal aufgeschrieben, was sind denn aus seiner Sicht die Dinge, in denen sich Innovation abspielen wird, so in den nächsten 10 Jahren. So, es ist jetzt 10 Jahre später. Ja, und wenn wir uns das Ganze angucken, Dinge wie Web-to-Print, ja, ist schon wieder am Weg nach unten, ist eine Commodity, will jeder haben, will niemand mehr bezahlen, ist Standardrepertoire. Interessiert keine Sau mehr, muss da sein. Ja, das heißt also, das war damals noch so auf dem aufsteigenden Ast, ne, ist heute etwas, was einfach normal und da sein muss. Ja, dann Geschichten wie Ablösung durch digitale Kataloge. Ja, genau das ist passiert. Wir haben die unsäglichen Blätterkataloge, wir haben aber eben auch... solche Plattformen wie Kaufda, wir haben heute, informieren die Leute sich häufig über Apps oder über die Webseiten, die dann natürlich mobil optimiert sind, genau das ist eingetreten. Das heißt, wenn man sich die ganzen Dinge da anschaut, dann ist das tatsächlich ziemlich spot on, auch die Sache mit On Demand. Ich generiere mir, wenn ich im Shop bin, On Demand ein technisches Datenblatt oder aber, ja, wenn ich bei Dornbracht mir Armaturen zusammengestellt habe und will dann hinterher für meinen Installateur die Teile bestellen, ja, dann, dass man dann etwas generiert, wo dann hinten raus ja, die komplette Teileliste und so weiter drin ist. On Demand, also all diese Dinge sind passiert. Individualisierung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Vortrag gehört habe auf dem diesjährigen Print Day, bei dem es nicht in irgendeiner Form auch um Individualisierung ging, ist damals noch ein relativ heißes Eisen gewesen. Leute haben sich gedacht, ist ja so aufwendig. Ist heute Commodity, wird heute einfach gemacht. Ist einfach Teil der normalen Klaviatur. Ja, das heißt also, das Schöne ist, dass die auch Cross-Channel-Vernetzung und so weiter, ich gehe die nicht alle einzeln durch, die Botschaft ist die, dass im Grunde genommen bei uns allen, die wir hier sitzen, und die wir in dem Bereich ja auch schon länger unterwegs sind, recht klar ist, wo die Reise dann hingehen soll. Und ich will euch heute darüber mal was erzählen, um diese sehr lange Einleitung, die aber aus meiner Sicht mal schön als Reise war, zu sagen, okay, was sind denn die Bereiche, in die bewegen wir uns denn jetzt in der Zukunft hin? Also was sind die Dinge, die jetzt passieren? Wir reden nicht über ChatGPT. Ja, ich habe darüber auf LinkedIn nichts gemacht, glaube ich, hoffe ich. Wenn, dann wahrscheinlich nur was Schmähliches. Was sind denn die Dinge, wo aus unserer Sicht so die Reise hingeht? Ja, das heißt, wenn man sich das anguckt, was heißt denn radikal digital? Ja, da gibt es dann, ich werde die Wortkombination mit HS heute nicht benutzen, das habe ich auf DMX-Co schon viel zu oft gemacht. Aber was der Punkt ist, über Programmatic Printing, und ich werde gleich ein bisschen erklären, was es ist, habe ich schon 2008 auf der Drupa mit einem Interessenten gesprochen, wo es darum ging, 1:1 individuell für die größte Supermarktkette in Neuseeland 16 oder 32 Seiten herzustellen, weil die hatten ein Kundenkartenprogramm, die hatten über 80% Leute, die Kundenkarte benutzten, die wussten haargenau, was die wann, wie, in welchen Mengen kaufen und die wollten gerne was Individualisiertes machen. Haben sich am Ende nicht getraut, 2008. Hat auch nicht geholfen, dass Neuseeland so ziemlich die beschissenste Zeitzone hat zur Zusammenarbeit mit Deutschland, die man sich vorstellen kann. Es gibt nicht eine einzige Stunde, in der nicht irgendjemand noch schläft oder schon Feierabend hat. Aber Programmatic Printing, ich habe es gerade schon angedeutet, 1:1 individualisiert. Ja, wir reden hier darüber, dass wir,
Obacht, ich zeige das ja auch so, wo auch Drucker sitzen und so, digitale Datenquellen. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich da eine Datenbank habe, in der ich Produktdaten habe, die habe ich sowieso, ja, das ist alles mal gesetzt. Sondern wir reden darüber, dass wir die Datenquellen benutzen, die sowieso heute für die Online-Werbung und für die Kampagnen und für die Mailings, ja, die stammen aus den Online-Datenquellen, aus der Reko, aus der Marketing-Automation. All diese Dinge, Bewegungsdaten. Ich weiß nicht, ob es der, ich glaube, der Ulrich Gurski hat eben in seinem Vortrag gesagt, ist er hier? Nee, ne? Der Ulrich Gurski hat in seinem Vortrag gesagt, sie haben Recommendation gemacht, Schäfershop, und haben festgestellt, dass sie eine Reko hatten für die Online-Dinge und haben die Offline-Reko aus, ich weiß nicht, 20 Jahren Kundenhistorie dann nicht mit oben drauf gekriegt. Das kann man aber oben drauf kriegen, ja? Wenn man die richtige Reko hat. Schäfershop ist ja unser Kunde, wir reden mal mit Ulrich. So, das heißt aber, das sind die Datenquellen. Wir reden hier nicht über, ich kriege Bilder und Texte tatsächlich mal aus der Datenbank, das ist eh gesetzt. Ja. Dann passiert irgendein Trigger, weil wir reden hier über vollautomatisch. Wir reden hier nicht über, da sitzen ältere Herrschaften in beigen Anzügen und finden 4 Wochen lang die Doppelseiten einzeln schön. Darüber reden wir nicht. Ja. Sondern wir reden über einen Vollautomaten. Ja. Wir reden über, da ist ein System, da kippe ich Daten rein und dann läuft das automatisch durch. Da wird gar nichts mehr schön gefunden, das wird rausgeschickt. Ship it. Ja, weg damit. Ja. Das kriege ich nur hin, wenn ich das PDF automatisch mache. Ja, dann gehe ich auf einen High-Speed Inkjet. Warum gehe ich auf einen High-Speed Inkjet? Kann ich, muss ich nicht. Aber wir machen zum Beispiel für Conrad Elektronik die Warenkorbabbrecher. Da kommen kurz vor Mittag die Daten rein. Dann dauert das ein paar Minuten maximal. Und dann gehen die auf die Digitaldruckmaschine und gehen am selben Abend noch raus. Und wenn ich die am selben Abend noch raus haben möchte, brauche ich einen schnellen Drucker. Die Qualität ist auch heute schön. Ja. Ja. Und dann, wenn ich das Ganze noch günstig machen will, verschicke ich das einfach als Dialogpost, weil die Deutsche Post hat den Stock aus dem hinteren Ende rausgenommen, hat gesagt, auch wenn die unterschiedlich aussehen, kann ich das als Dialogpost machen, ja, vor ein paar Jahren. Und das ist Programmatic Printing. Ja, wofür benutze ich das? Klar, klassische Dialogpost, Warenkorbabbrecher. Das benutze ich aber auch für so einen Katalogaufleger. Also wenn ich den eh verschicken muss, dann kann ich doch direkt irgendwie noch einen Vierseiter draus machen mit 1:1 individualisierten Produkten und so weiter. Ja, weil ihr habt doch sowieso, ihr habt hier alle Printsuite, nehme ich an. Ihr habt die Technologie im Haus. Ihr könnt das einfach machen. Ja? Auszugskataloge auch. Ja? Ich stelle einfach 1:1 Dinge zusammen. Über die drucktechnischen Dinge, wenn man Ulrich Gurski war, da nochmal anschauen. Und Paketbeileger. Kleiner Spoiler, Paketbeileger sind ein bisschen schwieriger, als man sich das vorstellt. Weil wenn man kein Mittelständler ist, der nur 20 Pakete am Tag verschickt, dann habe ich da eine Logistikanlage, ja, wo irgendwie gepickt wird, automatisch oder noch durch Menschen. Und dann habe ich da eine Paketstraße. Und ich muss ja live anhand der Reihenfolge, ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge die Pakete bei der Paketstraße ankommen, dann muss ich Technologie haben. Deswegen müsst ihr auch mit uns reden, weil wir den schnellsten Renderer haben. Da muss ich ja live schauen, in welcher Reihenfolge sind die Pakete. Muss in dem Moment das Ding rendern, muss das Ding drucken, muss es in den Paketstraße einmal. Da fange ich an, meine Logistikstraße umzubauen. Punkt. Wer was anderes behauptet, hat es noch nie gemacht. Ja? Also das ist eher so für die Größe. Ich kriege ja immer, Programmatic Printing ist nur so für Amazon oder für Otto oder für so. Nein. Fängt man an für 12.000 bis 15.000 Euro, hat man eine vollautomatisierte Geschichte. Ja? Aber wenn ihr Paketbeileger machen wollt und ihr habt mehr als 20 Pakete am Tag, wir unterhalten uns da total gerne drüber, aber ist nicht günstig. Ja. Und wie bei den Datenquellen, wie gesagt, ne, ich muss ja irgendwas mit KI jetzt hier drin haben. Ja, ist ja Buzzword. Es wäre gut, wenn gleich noch einer von mir ein Foto macht mit mir mit dem MacBook, damit ich das bei LinkedIn posten kann. Ja, da habe ich mit Stable Diffusion ein Bild generiert. Ja, ein Roboter, der eine Produktempfehlung macht. Ja, in einem Shop. Also wir reden hier über das komplett digitale Zeug, Marketing, Automation. Ihr macht überhaupt nichts extra. Ihr nehmt die Dinge, die ihr in eurer Orchestration schon macht. Ja. Das heißt, wenn man das Ganze zusammenfasst und mal schaut, unter welchen Buzzwords die denn häufig benutzt werden, läuft das Ganze, dann muss man einfach feststellen, dass das Ganze headless ist, weil da gibt es keine Benutzeroberfläche. Also wenn ich noch einmal eine Ausschreibung kriege, wo jemand mich fragt, wie von meinem Programmatic Printing System die Benutzeroberfläche aussieht, dann kriege ich einen Blutsturz. Weil Programmatic Printing ist vollautomatisiert, da gibt es keine Oberfläche, ihr braucht keine. Wofür? Was wollt ihr damit machen? Erklär mir das. Kann keiner. Ist irgendwie immer meine Schuld.
Ja, das ist vollautomatisiert. Das ist, ich bin das gewohnt, ich bin 20 Jahre verheiratet. Das ist datengetrieben und das ist halt voll digital. Also da passiert nichts Analoges mehr, außer dass hinter einer Druckmaschine läuft und ein Briefträger das Zeug spazieren trägt. Ja. Nehmt das mit. Wenn ich das Programmatic mache, ist das nicht, wie man sich das vorstellt, sondern das ist einfach nur ein einmal technisch implementierter, einmal konzeptionell implementierter Touchpoint, den ihr einfach so bespielt, wie ihr auch ein Mailing wie ihr auch ein E-Mail bespielen würdet oder eine Bannerrotation oder irgendwas anderes. Das ist einfach nur ein Touchpoint. Ja, die Leute, die Druckmaschinen betreiben, finden das nicht so witzig, also auch die Druckereien und so weiter. Aber das ist einfach die Wahrheit. Das ist die verbliebene Wichtigkeit von Print, die aber tatsächlich gegeben ist, weil diese Sachen wie Haptik, wie Wertigkeit und so weiter, die gelten weiterhin und die sind messbar. Ja. Ich habe bei der Recherche für das Bildmaterial, für den Hintergrund, also wenn man nicht selber Stable Diffusion macht, kann man auch Unsplash nehmen, die haben eine sehr schöne, ich habe da ein Foto gefunden, da habe ich mir gedacht, wow, dass die das damals schon fotografiert haben. Da hat man nämlich, sieht man nämlich, wie ein E-Commerce Manager ungefähr 1890 eine Recommendation Engine bedient. Also so sieht das aus, wenn eine Recommendation Engine ihre Arbeit macht. Programmatic Printing. Man muss ja einmal die Leute überzeugen, die das Ganze konzeptionell machen und die sagen, hier, ich will eigentlich nicht viel Geld ausgeben. Und dann gibt es ja noch die Leute, die sagen, am Ende mache ich deswegen Werbung, weil ich für die Bottomline was tun möchte. Ja, da ist die gute Nachricht, wenn man sich anguckt, Print im Allgemeinen, Wirksamkeit, das ist hier CMC-Studie mit Zahlen von, muss ich mal gucken, mit den 22er-Zahlen, weil wir die Folie immer aktualisieren, muss ich mal gucken, aus welchem Jahr die sind. Die entscheidende Zahl, wenn man sich das anguckt, Conversion Rates von 4,7. Die Conversion Rates sind, ich gebe die Folien übrigens auch gerne raus. Achso, Foto gemacht? Oh, ich habe es gesagt. Nein, aber das Wichtige, also viel höhere Conversion als online, größere Warenkörbe und wer sich an die IBM-Werbung aus den 90ern erinnert, für jeden Euro, den wir reinstecken, kriegen wir 7,34 Euro raus. Ja, wo man dann einfach sagen muss, so aus meiner Sicht ist das ein schöner Roy. Der immer noch funktioniert. Wenn man sich anschaut, was brauche ich denn dafür? Die meisten Leute befürchten dann, sie brauchen dafür fürchterlich komplexe Daten. Auch das mit Blick zur Uhr nicht so tief. Die Sache ist die, man kann schon anfangen, wenn man gar keine Daten hat und gar keine Reco hat, steht egal. Ja, schon wenn ihr wisst, ob die Leute in der reichen oder armen Gegend wohnen oder ob es Männer oder Frauen sind oder ob die im Norden oder im Süden. Ja, selbst wenn ihr fast nichts über die wisst und könnt vielleicht nur 2, 3 Segmente bilden, völlig egal, die Zahlen, die da gerade standen, also die Zahlen, das war eigentlich nur eine Ausrede, den Roy nochmal zu zeigen, die beziehen sich genau auf die, ne, das ist die CMC-Studie zusammen mit der Deutschen Post, da reden wir nur über segmentiertes Zeug, das ist noch nicht Programmatic, das ist noch nicht das Geile, das ist nur das Einfache. Ja, beim Programmatic kommt man auch gerne mal auf über 10 Euro. Ja, ist immer so ein bisschen abhängig davon, was man macht, wo man ist, ne, wer die Kunden sind und so weiter. Aber ist ja wenig geheimnisvoll, je mehr Daten ich habe, umso mehr geile Sachen kann ich machen. Und wenn wir jetzt ganz kurz über den, jetzt kommt die Kollegenschelte. Der Begriff Programmatic Printing ist natürlich nicht scharf definiert. Ja, und die meisten Player am Markt, für die ist Programmatic schon, wenn ich segmentieren kann, der Benutzeroberfläche habe. Und im Grunde genommen segmentiert arbeite. Und wenn es dann darum geht, wirklich total 1:1 individuell die Layouts umzustellen, wirklich 1:1 Artikel auszuwählen, dann vielleicht noch zu ergänzen mit einem Top X oder mit Restbeständen oder sonst irgendwas. Also Cluster-Mailings sind da so in der Mitte. Das ist für uns nicht Programmatic. Hyperpersonalisierung, auch das ist dann schon, ne, das, da, da, sind wir dann, da sind wir dann so ziemlich allein auf weiter Flur, was den Individualisierungsgrad angeht. Aber aus unserer Sicht, reines Programmatic Printing ist da der Fall, wo ich es erstens völlig automatisch, völlig individuell und völlig automatisch mache, headless. Ich habe im Zweifelsfall nur irgendwo einen FTP-Ordner oder einen SFTP-Ordner, in den ich meine Kundendaten reinschmeiße und welche Produkte diese kriegen sollen. Und das ist für uns Programmatic Printing. Headless, datengetrieben, vollautomatisch. Und weil so wenig Leute davon hören
Und weil das, weil zwar viele den Begriff gehört haben, aber nicht verstehen, was der bedeutet, ist die Programmatic Printing Alliance gegründet worden letztes Jahr. Die ist am 22. Mai online gegangen. Laudert hat die Mitgliedsnummer 1 tatsächlich, sind aber inzwischen über 20 Unternehmen, meine ich, wo auch der ganze Mitbewerb, wo wir miteinander zusammen daran arbeiten, den Leuten zu erklären, was ist denn das, was ist überhaupt Programmatic Printing, warum soll man das machen? Nein, Prints sind nicht beige Anzüge und Nokia-Gummitastentelefone, sondern das ist ein voll digitaler Touchpoint. Ja, wie sieht sowas dann im Detail aus? Wir haben hier auf der linken Seite einen Katalogaufleger oder ein Mailing. Ist das der Katalogaufleger oder das Mailing, Christoph? Ja, es ist das Mailing, wo also in einer, das sieht man in dem Beispiel nicht so schön, aber wo in einer volldynamischen Engine mehrspaltig Produkte gesetzt werden, wird aufgefüllt mit Restprodukten oder aber Füllern, voll individuell, Treuebonus und so weiter, alles geschenkt, ja, das ist segmentierter Kram, individueller Bestelltime. Aber das Wichtige ist, dass sowohl relevante Empfehlungen als auch Next Best Offers und so weiter drin sind. Oder im Reisemarkt ist sowas ganz interessant, was man hier sieht. Das ist für Nico Cruises ein Upselling-Mailing. Das heißt also, Leute, die schon bei Nico Cruises eine Kreuzfahrt gebucht haben, kriegen dann sozusagen Angebote. Nehmen Sie doch noch Getränkepaket. Hier ist ein schöner Ausflug. Und da, dass ich keinen Pointer habe, ist ein bisschen doof. Ich mache es mal mit dem Mauszeiger. Die Flussläufe. Ja, hier ist er horizontal. Ja, hier ist er vertikal. Dass ich Bilder habe, die irgendwo Spaces einnehmen. Die einzelnen Angebote sind unterschiedlich. Wenn ich hier wie in dem Fall nur drei Angebote habe und habe dann auch schon die Füller aufgebraucht, ja, dann habe ich halt noch Ambientebilder, die ich dazu spielen kann. Das ist alles vollautomatisch. Das hat man einmal definiert, das kommt so raus. Ja? Ja, auch wenn ich hier auf der linken Seite Tabellen habe, die nicht ganz so hoch sind, dann erkenne ich das automatisch und fülle das auf mit anderen Sachen. Ja? Das Ganze dann schön irgendwie so als Self-Mailer. Und dann habe ich natürlich hier passend nochmal zur Reise. Und da ich ja weiß, wann reist der ungefähr und wo reist der hin, habe ich ja auch Wetterdaten, an denen ich sehen kann, in der Gegend, wo er fährt, was ist da üblicherweise zum Reisezeitpunkt für ein Wetter. Und das drucke ich auch noch drauf. Und das ist alles vollautomatisch und es war kein Hexenwerk. Da haben wir ein paar Wochen drüber gesprochen, dann war das fertig. Ja. Das war günstiger als so manches Standard-Print-Suite-Projekt. Darüber musste man aber auch nicht so lange diskutieren, wer jetzt was wo drückt und nicht drückt. So, wer hier weiß, was ein Horstogramm ist? Willst du es erklären? Ja, das ist ein Begriff, den ich geprägt habe für eine bestimmte Sorte von Diagrammen, die Horst Huber früher immer in seinen Präsentationen hatte. Also ein Horstogramm stellt einen komplexen Sachverhalt dar. Ja, das ist die Eigenschaft Nummer eins. Die zweite Eigenschaft ist, das ist korrekt. Ja, die dritte Eigenschaft ist, ja, das ist auch ziemlich vollständig. Und weil das so ist, gleitet das Auge sofort daran ab. Ja, das ist ein Horstogramm. Das hier ist auch ein Horstogramm. Ja, ich gebe die, obwohl der Horst das nicht gemacht hat, weil das haben wir gemacht. Ich weiß gar nicht, wer das verbrochen hat. Christoph hat es verbrochen. Ja, aber das ist im Grunde genommen, worum es geht. Ja, das heißt, auf der einen Seite habe ich meine Artikeldaten, ja, die in den euch bekannten Systemen, die ihr jetzt für alles andere auch schon einsetzt. Ja, auf der anderen Seite habe ich Kundendaten und das können ja alle möglichen Kundendaten sein. Ja, das kann die Recommendation sein, das kann das ERP sein, das können irgendwelche Kundenprogramme sein, die ihr habt. Automation, alles, was ihr da habt, daraus werden dann verschiedene Arten von Empfehlungen generiert, ja, die man verschieden gestaffelt ausspielen kann. Dann packt man das Ganze zusammen, Magie passiert, puff, PDF. Puff, PDF passiert da in der Mitte, ja, und dann wird es gedruckt und rausgeprägt. Ja, und das ist so die Sache, die jetzt momentan gerade das ist, womit wir im Markt sehr erfolgreich sind, den Leuten zu sagen, hier, spielt das schnell, spielt das digital, spielt das wie ein Online-Kanal. Weil das ist wie ein Online-Kanal. Ja. So, wenn man jetzt darüber hinaus mal schaut, was sind denn so die Trends, wo es hingehen kann, habe ich mir überlegt, ja, wie stelle ich das denn am besten so dar, wie sortiere ich das? Und habe gesagt, okay, alles klar, gucken wir mal vorne raus. Das könnte man dann vorne raus alles machen. Ja, und vorne raus haben wir ja gesagt, entscheiden wir, was soll denn überhaupt rein in das Ganze. Ja? Also wenn ich einen Katalog oder einen Prospekt oder irgendeine andere Maßnahme nicht programmatisch, sondern klassisch, wie das gemacht wird, mache, ich habe die Uhr im Blick, dann wird das ja heute häufig manuell gemacht. Ja? Aber das ist ja so, ja, das haben wir ja immer schon so gemacht. Ja? Was ist denn der Grund, warum man nicht hingeht und sagt, ich lasse mir diese Planung hier durch vorher programmatisch erledigen. Das heißt, ich schaue mal, ich nehme Produkte, die ich gerade aktuell da habe, mit der höchsten Marge. Oder die, weil ich jetzt gerade eine Kampagne fahre über
Saunahütten, weil ich Do-it-yourself mache oder hier Baumarkt. Ja, ich suche die nach Segmentwichtigkeit raus. Oder aber wenn ich ein Lebensmittelhändler bin, ich mach eine kleine Strecke mit Sachen, die ich jetzt noch da habe, die ich schnell abverkaufen muss wegen Haltbarkeit oder ähnlichen Dingen. Ja, oder ich habe noch Restbestände, die ich abverkaufen will. Ja, Sortimentierung ist ja häufig Bauchgefühl, das ist ja die Wahrheit. Aber die Frage ist, ja, warum lässt man sich das nicht nach Kriterien vorplanen? Wieso geht man nicht hin? Ich habe doch über die Produkte so schöne Daten. Wieso, auf welchem Weg auch immer, ob ich eine Reko nehme oder eine KI oder irgendetwas anderes, was ich selber mache, programmatisch, oder ob ich nur eine Handvoll Businessregeln aufstelle, da reichen auch eine Handvoll Businessregeln. Das kann man automatisieren. Ja? Wenn man sich dann andersrum auch die Seitenverplanung anguckt, also sprich, wie sind denn so die Bereiche auf meiner Seite und welche Produkte kommen jetzt in die einzelnen Bereiche rein? Ne? Auch da will ich im Grunde genommen die Seiten nach Rasterplatzgröße generieren, will die Produkte da drauf planen. Das ist ein Rucksackproblem mit zwei Constraints. Ja, also als Informatiker mal gesprochen. Ja? Weil ich muss einmal gucken, welche Rasterplatzgrößen will ich denn haben und welche Produkte will ich in welchen Rasterplatzgrößen da drauf haben. Das kann ich programmatisch vorplanen. Da muss nicht jemand sitzen bis in die Nächte, wie das heute häufig der Fall ist, und muss das Zeug manuell planen. Ja, das ist sowas von 20. Jahrhundert. Ja, das kann man programmatisch machen, da kann man zumindest mal vorplanen lassen. Wir reden hier nicht darüber, die Kompetenz, die aber da auch drin steckt, zu ersetzen, sondern wir reden darüber, den Leuten die Arbeit abzunehmen. Wir reden darüber, mal eine Vorplanung zu machen. Wenn ich vorne raus weiß, um bei Schäfer Shop zu bleiben, ich habe hier Möbel und dann habe ich ein bisschen Werkstattzubehör, dann habe ich hinten raus alles fürs Büro. Ja, und das habe ich schon drin. Dann spricht doch nichts dagegen zu sagen, ich definiere jetzt einmal ganz kurz die Kriterien und lasse denen das automatisch machen. Ja, da wird es hingehen. In der Zusammenfassung stand Ideen, die Marketingverantwortliche erst hassen und dann lieben werden. Ich weiß, wie radikal das klingt, aber genauso wie wir früher gesagt haben, hey, das wäre doch total schön, wenn man einen Kreativprozess mit so einem automatisierten System unterstützen könnte. Das hat für mich genau den gleichen Stellenwert. Das ist was technisch total möglich ist, was total viel Arbeit abnimmt, was man aber einfach nur tun muss. Ja? Und da sind wir auch bei Korrekturzyklen. Das ist eine Folie von 14, von Werk 2, ja, wo der Horst mal gefragt hat, wer hat denn überhaupt, also welche Korrekturzyklen haben sie denn und wo haben sie den? Und es gab damals schon, 2014, ich weiß, das Projekt ist aber 13 oder 12 gelaufen, da hat ein Kunde, den ich nicht nenne, weil ich nicht weiß, ob ich es darf, gar keinen Korrekturzyklus mehr gemacht, sondern hat gesagt, also die haben so ein System eingeführt, wir als Werk 2 haben damals gesagt, ey, du kannst bis zu 50% der Zeit einsparen, wenn du es digital machst. Dann haben die angefangen, dann haben die ihren Scheißprozess zu einem scheiß digitalen Prozess gemacht, haben immer noch ständig drin rumgemacht und haben gar keine Zeit gespart. Das war ganz seltsam. Ja, und dann hat Horst gesagt, ja komm, weil die Produktmanager erst angefangen haben nachzudenken, was sie wirklich haben wollen, wenn sie das erste Mal die gesetzte Seite gesehen haben. Was natürlich optimaler Prozess ist, wissen wir ja alle. Und dann hat Horst gesagt, ja, das ist ganz einfach, ich sage Ihnen sofort, wie Sie die 50% sparen. In dem Moment, wo die Produktmanager die Seite abgegeben haben, haben die abgegeben. Die sehen die nie wieder, bis die gedruckt ist. Und dann werden die vorher darüber nachdenken. 2013. Wir haben 23. Ich erlebe immer noch, wenn ich Kunden berate, wo es dann auch um solche Abstimmungsprozesse geht, wer darf denn bis wann was noch entscheiden, weil gerade im Lebensmitteleinzelhandel oder so hat man ja auch schnell drehende Produkte, wo sich nochmal viel ändert, da ist das halt so. Aber ich höre immer noch, oh nee, sowas geht ja gar nicht, doch, ging vor 10 Jahren. Ja? Und manchmal möchte man einfach die Frage stellen, ey, was mit euch? Ja, also wieso beharren die Menschen so darauf, das zu tun? Wir reden hier nicht darüber, die Expertise auszulagern oder wegzunehmen. Wir reden hier darüber, sie zu augmentieren, ja, sie zu ergänzen um maschinelle Hilfe. Ja, und ich vergleiche das dann ganz gerne jetzt mal an der Stelle mit der Autoindustrie. Ja, in den 70er, 80er Jahren, ja, da haben noch die Leute in Rhein, in Ford, in Köln-Niel am Band gestanden, haben die Autos zusammengeschraubt. Autos schraubt auch keiner mehr von Hand zusammen. Sondern da stehen natürlich immer noch Menschen, die an manchen Stellen Dinge tun, ja, wo auch einfach geschaut und entschieden werden muss. Aber im Endeffekt, ich weiß, das ist nicht schmeichelhaft, aber es ist die Wahrheit, ist so ein Katalog-Zusammenstellungsprozess eigentlich ein industrieller Prozess, an dem wir zusammen und am Ende habe ich ein Arbeitsergebnis. Ja. Und das ist, wo es hingeht und wo man viel stärker unterwegs sein sollte. Ja. Und wer Lust hat, an solchen Dingen zu arbeiten, gerne melden. Wir haben auch einen Stand hinten in der Halle. Und wenn man sich jetzt hinten raus anschaut, was da passiert, dann ist es natürlich so, da macht es sich der Consultant ja auch einfach, aber auch da wieder, es ist die Wahrheit,
das, was ihr da vorne raus macht an Automatisierung und Unterstützung, könnt ihr auch hinten raus benutzen, um eine Automatisierung und um ein Fließband hinzukriegen. Ja, das heißt also, wenn ich sowieso schon Mechanismen habe, um eine Planung und um eine Verteilung und so weiter vorne raus zu unterstützen, dann bin ich auch an dem Moment, wo ich sagen kann, das benutze ich hinten raus. Ja, ich habe jetzt hier folgende Waren und ich fahre jetzt mal einen A-B-Test, in dem ich vollautomatisch wirklich nur die Vorplanungen benutze und dann nehme ich nur hochmargige Produkte und dann nur Schnelldreher und dann nehme ich nur die abgelaufenen und dann gucke ich mal, wie die performen. Ja, weil Bauchgefühl ist schön und gut, aber es gibt so Zahlen und so, Mathematik. Man kann dann in dem Moment, wo man sowas hat, auch tatsächlich solche Dinge durchautomatisieren und kann sagen, das, was ich vorne raus zur Unterstützung nutze, kann ich ja aber auch hinten raus benutzen, um bestimmte Dinge automatisch vorzugenerieren und die zu verwenden. Ja, und das ist ja dann das Schöne, in dem Moment kriege ich eine Feedback-Schleife hin, weil wenn ich hingehe und habe vorne raus jemanden, der nach Wichtigkeit, Marge und vielleicht Verkaufserfolge der vorherigen Aktionen die Dinge reinplant und ich gucke mir hinten an, welche davon sind erfolgreich und füttere diese Erkenntnis. Also mal zum einen wollt ihr das in eurer Marketing-Automation haben. Ihr messt gerade einen total wichtigen Kanal, überhaupt nicht. Unterstelle ich euch. Ja? Ihr dürft mich gerne mit Obst bewerfen und das Gegenteil behaupten, aber ich unterstelle euch das. Ja? Und dann kann man diese Erkenntnisse nutzen, kann sie nach vorne wieder tragen, kippt sie wieder rein und hat eine Feedback-Schleife und ein sich selbst verbesserndes System, ganz ohne GPT und untergehende Welt und so. Ja? Um das zusammenzufassen. Wir haben einmal kompletten Bogen 360 gedreht. Ja? Wir haben mal angefangen mit Vollautomaten, haben dann manuelle Dinge zugelassen und sind heute wieder bei Vollautomaten. Ja? Und früher ging es darum, hinzukriegen. Und heute geht es darum, zum einen, dass Print ja seinen Wert immer wieder beweisen muss. Und das ist auch toll und richtig. Also ich fand es auch damals, als Print immer völlig unreflektiert gemacht wurde in der Masse, fand ich das auch falsch. Ja, und ich finde gut, dass es heute seine Wirksamkeit beweisen muss. Ja, und da sind wir dann wieder. Das heißt, wir haben einmal den kompletten Kreis gedreht und reden aber heute über völlig andere Anwendungsfälle. Und wir stützen heute tatsächlich den kompletten Prozess und nicht nur, da sitzt einer und der macht das Layout am Rechner. Ja, und heute, wenn man sich heute anschaut, welche Arten von Stützungen oder welche Dinge ne, von Integrationen passieren heute, dann geht es darum, dass Print ja früher häufig auch der Endpunkt war der ganzen Datensammelei. Also früher hat man ja ganz oft einen PIM und einen DAM überhaupt nur angelegt, damit man Print machen konnte, weil man ja sonst die Daten nicht gehabt hat. Und das ist ja heute anders. Ne? Und heute ist es wirklich so, dass Print eigentlich nur ein Teil einer ganz großen Anstoßkette ist und der wird dann da integriert. Das heißt also, es muss immer effizienter werden, aber die gute Nachricht ist, wenn ihr schon Technologie von Werk 2 zum Beispiel im Haus habt, dann habt ihr eigentlich das Instrumentarium schon da. Ja, und es gibt viele schöne Dienstleister, zum Beispiel Laudert, die auch gerne einfach nur, ja, wir müssen nicht immer direkt alles machen, was wir können. Wir kommen auch gerne nur, um euch zu beraten über Best Practices und mal drauf zu gucken. Ja, weil wir haben nicht mehr 2012 und man muss nicht mehr raten und man muss nicht mehr alles von Hand machen. Ja. Besten Dank. Wenn ich das mit dem Ablauf richtig verstanden habe, haben wir noch 2 Minuten für Fragen. Traut euch, ich kann was ab. Also ich bin noch ein bisschen da. Wenn ihr sagt, Kaffee ist besser, dann könnt ihr auch einen Kaffee trinken. Ah. Jawohl. Was würdest du sagen? Welche Stelle vom Programmatic Printing, wenn man es einrichtet, ist die schwierigste? Sich zu trauen, das überhaupt zu machen. Also die Frage ist, welche Stelle von Programmatic Printing ist denn die schwierigste? Und die Antwort lautet, dass die Leute das nicht nur cool finden, sondern auch tatsächlich machen. Nee, ich meine jetzt wirklich von der Einrichtung. Eher beim Versand, eher beim Zusammenstellen, beim Druck. Ist das schlimm, wenn ich sage, eigentlich ist das gar nicht schwierig? Nee, weil du hast das ja alles schon. Also du brauchst einmal, im Zweifelsfall brauchst du ein CSV, wo die Adressdaten sind und ein CSV, wo die Produktdaten drin sind. Und eine Idee, grob, wie es aussehen soll. Aber wir haben auch eine Kreativunit Loft und beraten auch strategisch gerne, wie man die Dinger macht. Aber im Endeffekt brauche ich eine CSV mit den Empfängern, eine CSV im Zweifelsfall nur mit den Produktnummern, wenn ich mir die Resten irgendwo herziehen kann. Und das soll da getauscht werden oder so soll es laufen. Christoph. Vielleicht kann ich da eine Antwort auch drauf geben. Also die schwierigste Stelle ist aus meinen Erfahrungen dann immer
wenn eine Kreativagentur mit dabei ist, die dann eben sagt, ah, das geht ja nicht, und das muss man sich nochmal anschauen und automatisch ja sowieso nicht, da sieht ja das Layout langweilig aus und dann ist ja alles strukturiert und standardisiert und wenn so eine Kreativagentur dann quasi Layout-Vorgaben machen soll, die von der Automatisierung, so wie es auch der Thorsten gerade vorgestellt hat, keine Ahnung hat oder kein Verständnis dafür, das stimmt. Dann wird es schwierig in den Abstimmungsprozessen. Thorsten hat das Nico Cruises Beispiel gebracht und hat gesagt, ah, das war gleich eingerichtet. Ja, nachdem wir dann gesagt haben, ich weiß die Kreativagentur raus, wir machen das selber und definieren es. Also um das für den Ton, ja, sehr guter Einwand, also um das für den Ton und für den Mitschnitt auch nochmal hier drin zu haben, also der Christoph hat ganz klar gesagt, ein großes Hemmnis sind die Kreativagenturen, weil die Kreativagenturen natürlich gewohnt sind, bis ins kleinste Mühe ins Layout einzugreifen und häufig auch nicht die Kompetenz haben, ihre Layouts so zu entwickeln, dass die tatsächlich für Dynamik gemacht sind. Ja, weil das heißt eben nicht, hier habe ich das Angebot und hier habe ich das und hier habe ich das, sondern ich habe hier eine Fläche und je nachdem, wie viele Angebote ich habe, teile ich die mal so oder so und die teile ich auch nicht immer den großen links und den kleinen rechts, sondern ich mache das dynamisch. Ja. Und das ist regelgerecht und Kreativagenturen, wenn die selber nicht in dem Bereich unterwegs sind, können da nicht außerhalb der Box denken. Das ist, glaube ich, ein guter Karlauer, der da ganz gut passt. Also das ist häufig. Ne? Also wenn man die Kontrolle ist möglich, die wird halt nur nach Regeln gemacht. Und die können aber beliebig feingranular sein, bis runter ins kleinste Ding. Und da sitzt man dann auch nicht und macht 70 Manntage Implementierung. Ja. Andreas Hengsbach hat einen denkenden Blick. Das habe ich schon die ganze Zeit. Formulier doch die Frage. Darüber denke ich ja nach. Okay. Nein, wenn keiner mehr eine Frage hat, entlasse ich euch gerne in Richtung Kaffee. Vielen Dank. Ja.